Jungs, das ist gerade das Topspiel. Erster gegen Zweiter. Wenn wir das gewinnen, sind wir 3 Punkte weg. Also lasst uns rausgehen, 3 Punkte holen und die Wette. This is what you call Topspiel. Besser geht es nicht. Abfahrt! Abfahrt! Okay, nochmal mach ich. Eiskalt! Zu groß. Ja! Ganz schön! Einer rein! 2 gegen 2! 2 gegen 2! Hey! 2 Torschütze Bilal Abdallah mit der Nummer 14. Herzlich willkommen, Marcel Heller. Freut mich, es ist mir eine Freude, dass du bei mir bist. Freut mich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, befinde ich mich wieder auf der Border League. Letzte Woche konnten wir leider kein Video machen, aber heute sind wir wieder für euch da. Ich werde nachher mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was die letzten Wochen alles so abging bei mir, aber erst so im Outro. Viel Spaß bei dem Video, bleibt dran, vergisst nicht ein Like und ein Abo da zu lassen. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht. Also, bis später. Ciao, ciao. Sobald wir hier im Zentrum hier reinkommen, ich nenne es wie letzte Woche der Fitnerkreis von Gamer Brother, ja, wenn wir hier drin sind, wird es total gefährlich. Hier sind unsere Aktionen, hier müssen unsere Aktionen sein. Ja, wenn die Bälle da reingespielt werden, dann möchte ich auch, dass der ein oder andere nachgeht. Kannst du nicht noch was machen? Nee? Und bei Stuttgart? Ah, ihr braucht nicht, ne? Ihr braucht nicht. Aber Dings, Verletzungsgrade, Kreuzbandriss? Ich habe leider auch nichts. Sagadu? Links. Letzte Woche konnte ich nichts machen, war ich richtig traurig. Also wenn du, ich habe mir vorgenommen, so auch anzufangen, so, ne, mit YouTube. Und dann wird es halt so kontinuierlich dabei bleiben und dann darfst du einmal nicht. 1-1. Ich bin eh schon da, ich bin heiß. Guck mal, ich bin am Schwitzen des Grauens. Fußball, Tennis reicht für die Technik und so, weißt du? Ich bin warm. Werden die gleich sehen. Aber die vermissen mich natürlich, wenn ich nicht da bin. Finde ich geil. Das ist meine Mannschaft. Es geht, Jungs, fest klar. Gestern 75 Minuten gespielt, ne? 4-0 gewonnen. Spitzenreiter. Baumberg, Oberliga Niederrhein, ja. Und hier auch noch Spitzenreiter, das sehen wir dann nach dem Spiel. Jetzt spielen wir gegen Poldi und Alicia Lehmann. Jetzt geht's los. Ein Applaus bitte für die Zimbos und Streets United! Einfach Schieber, Digga. Julian Schieber. Die Zimbos vor diesem Spieltag. Spitzenreiter. Aufwender, Junge! Sehr schön. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Der ist verunsichert. Oh, der ist gefährlich. Ja, 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 egal. Aber. Ah, sehr gut. Abfahrt! Abfahrt! Okay, nochmal mach ich. Eiskalt! Zu groß. Ja! Ganz schön! Einer rein! 2 gegen 2! 2 gegen 2! Hey! 2 Torschütze Bilal Abdallah mit der Nummer 14. Jetzt also 2 Feldspieler auf dem Platz. Babacar, komm! Yes! 20 Sekunden! Ne? Babacar, 20 Sekunden, komm! Der will nochmal! Machst du! Stark! 5, 4, 3, 2,
1. Durchatmen, durchatmen. Cincinnati hat nochmal eine Ecke mitgenommen. 2-2. Der Gamechanger hat also die Zippos zum Unentschieden gebracht. Stark, aber ganz stark, Junge. Jetzt haben wir eine etwas längere Halbzeit. Stark. Genau das will ich von euch auch sehen. Macht das Zentrum immer wieder auf, sodass wir die Bälle da reinspielen können. Ja, wisst ihr, was gut ist, wenn die außen hochgehen und dann da reinschippen? Das ist immer gefährlich. Und hey, ganz wichtig, nochmal ganz wichtig. Jungs, die Bänder übergeben. Wir gehen nicht mit und wir bleiben in den Positionen. Das kann nicht sein, dass Baba da links spielt, nur dann plötzlich im Zentrum spielt, ja, und dann wir mit den Mitspielern mitgehen. Ja, dann müssen wir auf den Positionen bleiben, sprechen. Ja, Baba, da kommt, Baba, da kommt. Ihr seht das besser. Wenn mal Unordnung. Feuer drin. Die Jungs sind bereit, Mann. Okay. Unnötiges Gegentor. Bilal Abdallah, das ist again. Die Nummer 14 macht einen wunderschönen, hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung, Ausgleich. 3-3, Streets United gegen die Zippos. Es ist das wie erwartet spannende Spiel. Oh mein Gott. Digga. Abpfiff, Streets United gewinnt das Topspiel. 4-3 gegen die Zippos und an Platz 1 der Baller League. Beide Teams schon punktgleich vor diesem Top-Spiel, das er gegen Zweiter. Und somit zieht jetzt leider nicht gereicht heute gegen die. Ja, wir haben stark gespielt. Ja, ihr auch. Total. Wir haben heute echt sehr gut genau gemacht. Wir haben heute gut gespielt. So, ihr habt uns immer rausgelockt. Das weißt stimmt, du? Das wir stimmt. Wollen unsere Position halten, aber sie sind immer weggegangen. Ja. Das habt ihr gut gemacht. Wir waren heute echt sehr gut. Das hat mich richtig aufgeregt, dass meine Jungs sich gehalten haben. Weißt du? Ich denke mir, warum lasst ihr euch so verarschen? Aber stark. Danke. Auch brutale Kicker dabei. Ja. Er hat heute nicht gereicht, leider. Aber so ist das manchmal. Von meinen Schüssen ging leider auch keiner rein. Ja, jetzt geht's weiter. Das Kabine, Duschen, Umziehen etc. Ich bin am Schwitzen des Grauens. Ja, so ist das. Nächste Woche wieder angreifen. Morgen wieder in die Woche starten. Und heute ein bisschen früher zu Hause sein. Also, bis gleich. Nein, guck mal, der Trainer von denen hatte eine Taktik, dass die unsere Außen hinten immer rauslocken. Und das haben die geschafft. Der Trainer, der kam nachher zu mir, hat gelacht. Weil ich habe so gesagt, ey, ich habe mich so aufgeregt. Ihr wolltet unsere Spieler schön rauslocken, sagt er. Ja, das war unser Plan. Hat er gesagt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, auch Taktik hin oder her, so, wir haben am Ende 3-3 gespielt. Ja, ich weiß, normal. Wenn wir irgendwie gewonnen, dann hätten wir anders gedacht. Aber ich, klar, hast du recht. So. Deswegen meine ich das, wir dürfen aber nicht. Aber weißt du, man kann so sagen, diese, hätten wir nur an unsere Taktik gehalten, dann wäre ein, zwei Tore vielleicht nicht passiert, so, weißt du? Die machen die auch eiskalt rein, muss ich sagen. Um den heutigen Sponsor des Videos einmal zu erwähnen, Unstoppable Socks von meinem guten Freund und Bruder Aziz, habe ich eine Frage. Und wenn du die Frage richtig beantwortest, Molum haben wir hier, kannst du diese Socken gewinnen. Okay. Es geht um deine Saison bei Fortuna Köln, das war eure Drittligasaison, damals unter Uwe Koschinat. Ja. Wie viele Tore hat damals Daniel Keita-Royal gemacht? Oh, wow. Ich kann mich das gut erinnern, ja. Der hatte 15 Tore gemacht. 100%. Ja? Die Socken gehören dir, stark. Danke. Gerne. Keita ist doch mein Bruder, normal. Ja, deswegen, das weiß man. Ne? Er ist mein Bruder, deswegen. Und es war auch eine geile Zeit, ja. Wo ich auch die Möglichkeit hatte, mit ihm zusammen zu spielen, zu trainieren. Da waren auch andere Spieler wie Kauli, Oliveira Souza, auch Hamdi Damani, auch eine Legende. Viel von denen lernen dürfen, ne? Richtig. Und vor allem Keita auch, der hat mich direkt aufgenommen, wie ein kleiner Bruder, hat mich immer überall mitgenommen. Da war ich 17 oder 18. Er hat mir damals von dir erzählt, wo wir uns noch nicht kannten. Richtig, weißt du, da war ich relativ neu und sehr jung und hat mich direkt immer mitgenommen, überall. Ja, ich bedanke ihm auf jeden Fall. Danke. Das ist sehr, sehr gerne. Gut. Viel Spaß damit. Danke. Herzlich willkommen, Marcel Heller. Freut mich, es ist mir eine Freude, dass du bei mir bist. Ja, freut mich, gerne. Wir hatten ja mal, oder ich hatte mal die Ehre, gegen dich spielen zu dürfen, in dem Jahr, wo ihr den Durchmarsch gemacht habt. Ich weiß, du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr genauso daran erinnern, aber weißt du noch das Ergebnis damals? Duisburg gegen Darmstadt in Darmstadt. In Darmstadt? Ja.
Es geht um die Socken. Wenn du die richtig beantwortest, kriegst du die Socken. Das ist echt lange her. Ich muss mir echt nochmal, ich muss weit zurückgehen. War das in der dritten Liga? Strohengel, Seiler, in Darmstadt, Gondorf. Lass mich nicht lügen. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Noch einen Tipp brauche ich. Karteitschak Rot. Puh. Spieler geht ins Tor. Puh, das war kein niedriges Ergebnis, das weiß ich. Ich glaube, das war ein bisschen höher, ist das ausgegangen. Nein, das war nicht niedriges. Echt? Ich komme dir aber schon sehr entgegen. Boah, ich sag einfach mal ein. Ich liege, glaube ich, falsch, aber ich sag ein klassisches 2-0. 1-0 war das. 1-0, schade. Der Elfmeter ist reingegangen. Strohengel. Ja, ja. 1-0 war das nur? Ja. Wow. Schade. Rateitschak kriegt rot und wir haben schon dreimal gewechselt. Ich dann weiß, dass Rateitschak vielleicht gegen mich rot bekommen hat. Das kann, glaube ich, sein. Kann sein. Und dann, aber nicht in der Aktion haben wir einen Elfmeter bekommen, sondern nachher. Ich weiß, der hat mich weggehauen. Ich weiß das noch. Das war rote Karte. Kühne. Daran kann ich mich erinnern. Ja. Und dann, aber ja. Ich habe gedacht, das Spiel ist höher ausgegangen. Gerrit Weker. Schon höher mal weggeknallt. Im Hinspiel habt ihr 4-0 gewonnen. Ja, genau. In Duisburg. Ich hatte nämlich 4-0 im Kopf, aber das war nicht in Darmstadt, sondern das war in Duisburg. Dann, ja. Und deswegen haben wir gesagt, Rückspiel müssen wir. Habe ich jetzt die Socken nicht gewonnen? Die Socken hast du gewonnen, aber ich wollte noch ein bisschen mit dir quatschen. Danke, war schön. Wenn du schon mal bei mir bist. Danke, danke. Danke dir. Gerne. Mach's gut. Hier haben wir noch einen Weggefährten, einen, den ich schon lange kenne. Wir kennen uns durch den Fußball auf dem Platz kennengelernt. Jupp, wie geht's dir? Gut, und selbst? Die wichtigste Frage? Auch gut, danke dir. Alhamdulillah. Man ist gesund, das ist das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar kannst du die schönen Socken von Unstoppable gewinnen. Übrigens Asus, von Asus selber gemacht. Klar, kennt man. Und die Frage ist, ob du wach bist. Wie viel haben wir gespielt eben, die Zimbos? Ihr habt leider 4-3 verloren. Okay, du warst schon da. Ich war da, natürlich. Immer. Dann hast du die Socken gewonnen. Dankeschön. War eine leichte Frage, aber ich wollte dir die Socken auch gönnen. Dankeschön. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Bist ja auch noch aktiv? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich weiß, ich muss fragen, ob wir die beim Training tragen dürfen. Aber ansonsten im Privaten muss das gehen. Die beugen Verletzungsgefahr vor. Okay, dann auf jeden Fall. Dann dürfen wir die auf jeden Fall tragen. Und du musst fit bleiben, das ist wichtig. Viel Erfolg für die Saison. Guck, dass ihr aufsteigt, ja? Dankeschön. Danke. Bleib gesund, das ist das Wichtigste. Danke. Wir sind angekommen am Ende des Videos und leider heute verloren. 4-3 gegen Sweet United. War ein hart umkämpftes Spiel, hätten genauso auch gewinnen können. In den letzten Challenger-Minuten waren 1 gegen 1. Ich hatte ja auch geschossen, aber leider keinmal. Einmal die Latte getroffen und die haben im letzten Schuss quasi das Tor gemacht. Und haben dann, ja, verdient, unverdient, was auch immer. Die haben gewonnen, kann es nicht sagen. Und bin am Ende kann ich sagen, ich bin froh, dass wir heute mal wieder auf YouTube da sein können. Ich habe letzte Woche durften wir nicht drehen, weil da leider ein kleiner Lappalie passiert ist, um die letzten 2 Wochen so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir haben vorletzte Woche mit der Oberliga angefangen und habe dann auch noch nicht gespielt. Aber Montag in der Boiler League haben wir letzte Woche gewonnen. Leider konnte ich das nicht so ein bisschen dokumentieren. Und gestern haben wir dann in der Liga wieder gespielt, in der Oberliga, da wo wir 4-0 gewonnen haben. Deswegen sind wir mit Baumberg Spitzenreiter, was wir mit den Zimbos bis heute auch waren, aber leider haben wir heute die Spitze abgegeben. Aber naja, es geht weiter. Wir versuchen weiterhin die Spitze anzugreifen, egal in welchem Verein. Wir bleiben gesund, das ist das Wichtigste. Jetzt läuft gleich noch ein Spiel. Ich bin froh, dass wir heute mal ein bisschen früher gespielt haben, damit ich morgen nicht so müde zur Arbeit muss, weil das ist schon hart, was ich in den letzten Wochen so durchgemacht habe. Und ich will auch nicht so als der Macker hier durchkommen, weil das schlaucht mich schon ziemlich. Es ist ziemlich hart, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass meine Frau mich so dabei unterstützt, dass so ein Simon immer dabei ist, der das Ganze filmt und auch schneidet und ich mega zufrieden mit bin. Deswegen heute auch nochmal danke, dass du dabei bist. Letzte Woche war er auch da, aber wir durften leider nicht filmen. Es hat mir sehr leid für ihn getan. Aber letztendlich haben wir das Beste daraus gemacht und es geht weiter. Leute, unterstützt mich bitte in diesem Video. Der heutige Sponsor des Videos ist Unstoppable Socks. Hier ist eine Marke von einem Freund von mir. Das sind Grip-Socken.
Ihr kennt das wahrscheinlich alle, die Fußball spielen. Und ihr habt die Chance, drei von euch haben die Chance, diese Socken zu gewinnen. Ihr müsst nicht viel dafür tun. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist mir auf Instagram zu folgen, mir meinen Kanal hier auf YouTube zu abonnieren und einen Kommentar da lassen mit eurem Insta-Kanal. Und dann werde ich mich bei euch melden. Drei von euch haben die Möglichkeit. Macht's gut. Schönen Abend. Guten Morgen, schönen Start in die Woche, wann auch immer ihr das Video seht. Bleibt gesund, bleibt am Ball und ciao, Kakao.